Convention in Schweinfurt rum. Draußen ist scheiß Wetter, aber hier drin sind wundervolle, bunte Menschen um mich rum. Okay, und jetzt drehen wir einfach mal eine Runde. Hallo Pia. Und das ist meine Schwester Biba. Hallo. Hey. Ich wusste gar nicht, dass du so einen wunderschönen Schmetterling auf deinem Hals hast. Das war eigentlich das letzte im Frühjahr diesen Jahres. Echt? Ist noch relativ neu? Schön. Oh, du hast auch ein schönes Peace-Zeichen. Du hast auch sehr viele bunte Tattoos. Früher wollte ich nur schwarz-weiß. Ist nicht so geblieben. Früher mehr bunte Tattoos gehabt und jetzt bin ich mehr auf schwarz. Wie denn schönes? Hallo! Ein kleiner Hund mit Sonnenstrahlen. Oh cool, dann habt ihr es ja gleich überstanden, ja? Ja, da kommt aber die zweite drauf. Du auch? Ein Freundschaftstattoo? Ja. Und das ist die? Sunny. Sunny, hi Sunny. Okay, wir schauen jetzt den Contest von den Männern an. Let's go! Erzähl mal kurz was über dich. Seit wann machst du eigentlich Fotos? Seit 2 Jahren. Okay, und wie bist du dazu gekommen? Durch einen Bekannten. Der macht Fotos. Ich mag dein Herzchen-Tattoo. Hat das eine Bedeutung? Ja, aber keine schöne. Ich habe hier eine Blumenranke mit Noten. Ich bin auf der Seite zu tätowiert und auf der nicht. Willst du noch mehr Tattoos haben? Ja, ja. Und jetzt schauen wir weiter die Jungs an. Ich will euch gar nicht lang ablenken. Ihr seid jetzt bei Stichpunkten. Hallo! Servus! Hallo! Hallo Stichpunkte! Hallo Stichpunkte TV! Das sind die tollen zwei Schauspieler von GZSZ, nämlich. Ja, ich bin toll, aber bei ihm ist es. Die zwei sehr hübschen, gut aussehenden Jungs von GZSZ, nämlich der. Der Erik. Der Herr Chris. Der Erik. Und der. Wie heißt du in der Rolle? Felix. Genau, schön. Und ich bin die Biene. Das ist die Biene. Freut mich, euch zu sehen. Die Preise hier verteilt. Ja. Sehr geil. Aber ich will euch ja gar nicht so lange eure alles Fans wünschen lassen, ne? Okay, na warten Sie. Mach weiter, okay. Mach weiter. See you later, see you later. Also wir haben hier einmal das Bob, Boris. Dann haben wir hier, wer noch? Daniel. Hier ist der Stefan. Das ist der Stefan und das ist der Daniel. Ach, das ist der Stefan? Das ist der Stefan, das ist der Stefan. Ich kann ja eins sagen, wenn man meine Brüste sieht, ist das nicht unbedingt der Quotenfang. Baby, Solltest du viel hart trainieren, Boss? Die sind nicht hart trainiert, die sind hart gefressen. Hallo. Hallo. Wer bist du und wie heißt du? Ich bin die Kaya. Hi Kaya, was stellst du da? Ich das mal wüsste. Wovon lässt du dich inspirieren? Ich google eigentlich auf Pinterest einfach nur rum. Okay. Ich glaube, wer von euch international auch? Amerika, Mexiko, okay. Schweden und Holland und sonst wo. Und wieso fällt mir immer dazu Netflix? Netflix ist halt am bekanntesten. Wer bist denn du? Ich bin der Ralle von R&O Rock'n'Roll Closing. Boah, ihr habt ja voll die coolen Mützen, aber das ist schön. Alles handgedruckt von mir, ich mache die Designs selbst. Ich check mal weiter. Was habt ihr denn da? Wir sind von Orange und wir machen Plugs und Tunnel, ganz individuelle Unikate. Oh nein, ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht so viel Schmuck kaufen kann. Hat mich gefreut, Romy. Bis dann. Servus, servus. Oh, was haben die da? Was gibt's noch? Okay, next one. Hi Steffi. Hallo.
Steffi, was hast du denn Besonderes für Mädels anzubieten? Tolle T-Shirts. Mir gefällt das mit den großen Print. Oh ja, das ist bestimmt auch coole Hoodies. Ich danke dir. Voll cool. Frau, wer seid ihr? Firma La Moda Locker. Wir wollen euch Siebenländern auch aber schöne T-Shirts verkaufen. So, oh, die Jacke ist ja cool aus. Guck mal, wird die mir stehen? Ha? Geil. Schmuck haben sie auch. Cool, und coole Feuerzeuge haben sie auch. Oh, not too bad. David? Genau. Hi, David. Okay, ich glaube, das habe ich alle abgecheckt. Ich glaube, ich werde nachher ganz viel Geld los. Sag mal vor. Ich bin die Tahisha und ich bin der Nicole. Bringt es wunderbar, wird gepflegt, riecht toll. Oh, das ist aber schön, dass du das machst. Schön. Oh Gott, sie haben auch Lipgloss. Ja. Ja, ich wollte mir noch meine. Gestern ja. Party hart, ne? Wunderschön, wunderschön. Und hier ist gerade ein Interview. Wir dürfen nicht so laut reden. Ich wollte mich verabschieden von der Tattoo Convention in Schweinfurt. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Like auf meiner Seite BeNebiModel da lasst und natürlich bei Stichpunkt TV auch. Hab mich gefreut. See you later. Bis dann.